So, wenn die Gäste anreisen und sich so bei der Rezeption anlehnen und ein infizierter Gast dabei ist, können Sie davon ausgehen, dass Sie jetzt schon das Virus auf der Rezeption haben. Das wäre falsch. Wir zeigen Ihnen, wie es richtig geht. Sie müssen davon ausgehen, dass die Gäste aus einem unreinen Bereich kommen. Die Möglichkeit, bereits an der Rezeption sich die Hände zu desinfizieren, gibt Ihnen die Sicherheit, dass nun das Virus in Ihrem Haus nicht verteilt werden kann. Insbesondere im Eingangsbereich sind die Handkontaktflächen wichtig zum Desinfizieren. Genau dort kommen die Menschen aus aller Welt zusammen und hier ist eine ganz einfache Möglichkeit, mit einem pH-wertneutralen Produkt über die Rezeption, Handläufe, Türklinken zu gehen, sodass die Desinfektion immer sichergestellt ist. Bei der Desinfektion von großen Flächen, Bodenflächen zum Beispiel, greift man auf Produkte zurück, die man verdünnen kann. Diese werden dann zum Beispiel mit einem Mop angewendet, da gibt es die verschiedensten. Und dabei ist wichtig, dass es sich um Mikrofasermop handelt. Ein Mikrofasermop lässt erstens sich leichter in der Waschmaschine desinfizierend waschen, weil es keine Hohlfaser ist, wie eine Baumwollfaser, und hält auch den Wirkstoff nicht fest. Bei einer Baumwollfaser besteht immer die Gefahr, dass sie den Desinfektionsmittelwirkstoff festhält und nicht mehr abgibt. Wir empfehlen insbesondere bei der Abreise, die Böden der Zimmer desinfizierend zu reinigen, sodass der nachfolgende Gast wieder ein frisch desinfiziertes Zimmer vorfindet.